Nein, ich drehe schon wieder. Am Rad hier. Und dahin. Jawohl, das sieht gut aus. So würde ich das gesehen haben. Ja, können wir machen eigentlich. Ich meine, demnächst müssen wir noch nicht kämpfen. Na, die Viecher sind noch ein ganzes Stück weit weg. Naja, gut, ganzes Stück ist vielleicht großzügig gesagt. Aber wir haben noch Platz, bis die uns auf den Sack gehen. Wir haben auf jeden Fall schön Erz hier. Bobmonium. Sephirite. Rubite. Nochmal Bobmonium. Bobmonium haben wir ohne Ende. Jevolit haben wir auch. Das ist schon schick. Das ist schon schick. Da können wir schon mal was mit anfangen. Okay, die Frage ist jetzt halt, was mache ich als nächstes? Was ist der nächste Schritt am besten? Jetzt, wo wir endlich gelbes Band haben. So, hier, das ist weg. Das ist jetzt alles weg, ganz ehrlich. Das will alles keiner mehr haben. Das können wir mal umwandeln. Kann ich in der Hand auch umwandeln. Hier, baue solche. Baue solche. So, drei, genau, dann sind die erledigt. Und hier, bau die Dinger. Oh wei, da muss er, da hat er jetzt, gut, da habe ich ihm was in Auftrag gegeben. Aber das hier kann weg. Stattdessen kommen halt die gelben da jetzt hin. Hier sind schon mal die Untergrunddinger. Huch. Wo sind die anderen? Noch nie gebaut. Okay, der ist dann noch beschäftigt. Können die hier aber schon mal mitnehmen. Und hier hinpacken. Nein, 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 nein. Nein, so auch nicht. Macht das hier so, jetzt. Endlich gelbes Zeug. Schluss mit dem langsamen Band hier. Falls ich dann mal irgendwann mal mit dem Band Probleme habe, kann ich dann jetzt hier schnelles Band nehmen. Zum Beispiel hier bietet sich das an. Nie wirklich, weil. Ja, wir sind eh limitiert dadurch, dass wir nie genug Erz hier abbauen. Brauche ich mir da jetzt auch keine. Ah! Jetzt weiß ich wieder, was ich hier gebaut haben wollte. Die Mina für große Fläche wollte ich hier gebaut haben. Hier sind wir auch dadurch limitiert, dass wir nie genug Erz haben. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich eine Idee, die Eisenbahn zu bauen und mit der Eisenbahn anzufangen, dann den Außenposten. Das heißt, ich hätte gerne. Ich werde die Außenposten erstmal mit. Mit Munition versorgen. Was heißt Muni? Ja, genau, doch. Mit keinen Lasertürmen, sondern mit den anderen. Hier, mit den normalen Geschütztürmen. Mir wurde nämlich gesagt, die sind viel stärker. Viel stärker als die Lasertürme. Problem ist, die Reichweite von den Dingern ist nicht so genial. Aber wird schon gehen, denke ich. Wir werden es einfach mal versuchen. Dazu brauchen wir ja Geschütztürme, die müsste ich bauen lassen. Könnte man theoretisch, wenn wir das jetzt hier haben, könnte man einen Geschützturm bauen lassen, wenn man zwei Montagemaschinen irgendwo herkriegt. Da geht noch mehr Eisen drauf, ne? Und ich habe auch schon wieder Kens. Hier, nehmen das mal. Huch, wo sind denn jetzt die richtigen Montagemaschinen? Ach, das sind die. Ja, komm, mach eine zweite, genau. Der macht jetzt hier so und so. Das ist wieder einer, der Zahnrad baut. Das hier ist das Ding, was die Geschütztürme baut. Jetzt mal gucken hier, Militär. Geschützturm, danke sehr. Ich brauche ne unendlich viele davon. Aber ein paar. Ach, stimmt mal. Ein bisschen Strom hier hin. Und dann kannst du auspacken. Und zwar nach hier unten. Einfach in eine Kiste rein. Mal wieder. Ein Stack wird erstmal reichen. Viel Spaß. Okay, ja, die sind doch langsam gebaut. Die Dinger. Das geht erstmal. Drücke T. Für weitere Forschung bräuchte man ein Militärpaket. Das machen wir dann als nächstes. Wenn wir denn das Erz haben. Brauche ich noch irgendwas? Überseestromnetz. Noch nicht. Tore.
Hier. Der hier. Den wollte ich haben. Großflächenerzförderer. MK2. Ich kann ja noch nicht mal den MK1. Oder kann ich den doch? Die sehen halt nicht. Oder kriege ich dann den MK1 auch? Das ist ein bisschen komisch. Mal sehen. Ist ja schnell geforscht, dann werden wir schon sehen, was das bringt. Ja, wir haben auch von allem genug hier. Wir könnten hier die ganzen Maschinen aufwerten. Auf MK2. Wenn ich mir hier mal ein bisschen Eisen und Stahl hole. Ja, mach das mal. Bau mal eine. So, die ist schnell gebaut. Danke. So, reiß die weg. Und hier machen wir jetzt die schnellen hin. Wie viele? Achte. 1, 2, 3, 4. Ja, brauchen ein paar Zahnräder. Hätte ich mir hier mal kurz rausnehmen können. Dann muss ich die in der Hand bauen. Das geht dann schon mal ein Ticken schneller. Ups. Ja. Genau so. Huch, ja, doch, genau so. Pass auf. Kopieren. Aha. Gut. Wunderbar. Und dann geht's gleich mit den Schnellen weiter. Nächste Forschung. Entzündliche Stoffe. Gibt's einen Flammenwerfer? Der wäre auch gut zum Verteidigen. So, die hier als nächstes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wieder. Achte. Okay. Jetzt habe ich 9. Naja, gut. Würde auch gehen. Bup, bup. Ja, ich habe mir jetzt das Rezept leider nicht gemerkt. Macht aber nichts. Wir wissen, dass das hier rot ist. So. 50% schneller geht's jetzt. 50% schneller. Das hier können wir aufwerten. Müssen wir nicht unbedingt aufwerten. Bup. Super. Nochmal. Bup. Jetzt alles super schnell. Ja, warum werte ich die trotzdem auf? Auch wenn ich vorher noch gesagt habe, die brauchen wir nicht aufzuwerten. Wegen der verringerten Umweltverschmutzung mache ich das. Die neuen Montagemaschinen brauchen nur etwas mehr Strom. Nicht viel mehr, glaube ich. Energieverbrauch 100 kW. Die hier sind richtig gut. Die mag ich. Okay, wir können fortschrittliche Chemie machen. Cargo Ships, Tankships. Oh, was mit Schiffen machen? Hier, die Tankships, oder? Dann können wir nämlich das Öl von unserer See da verwenden. Hier drüben ist ja hübsch See. Da ist ja auch ein bisschen Öl drin, ne? 1200 immerhin. Und hier hinten ist ein richtig krasses mit 8000. Das lohnt sich, das lohnt sich. Finde ich zumindest. So, Eisen funktioniert auch. Ja, es kommt nie genug hier oben an. Also Eisen funktioniert eher so mittelprächtig gerade. Bräuchte hier mehr. Aber es kommt auch nie genug rein. Also wir bräuchten mehr Produktion erst einmal. In erster Linie. Da scheitert es halt daran, dass ich nie genug Erz habe. Das heißt, wir sind halt jetzt erst mal da. Wir müssen uns darum kümmern. Warte mal, wir haben genau... Wir haben jetzt hier Geschütztürme. Ich weiß nicht, bis wie viel die stapeln. Warum machst du... Ach, hier ist kein... Ja. Ich weiß nicht, wie er das vorher gemacht hat. Wie er vorher arbeiten konnte. Oder habe ich ihn den einfach weggenommen? Es kommt viel zu wenig Eisen hier an. Der hat gleich wieder genug. Genau, dann nimmt er nichts mehr, dann kriegen die da hinten wieder was. Wir müssen sehen, ob die Stapelgröße höher als 10 ist. Sieht nicht so aus. Doch, die Stapelgröße ist größer als 10. Die haben eine Feuergeschwindigkeit von 10 plus 3. Mit einem Schaden von Wayscanner. Weil keine Munition drin ist. Also ich müsste mal einen hinstellen. Ja, nimm mal einen raus. Mist, ich hatte schon einen. Wo bist du? Geschützturm. Ich sehe ihn nicht.
Ich habe mir doch gerade einen genommen, oder? Da ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Da, drei Stück. Mensch, wir gar keinen Neben brauchen. Hübsch. Was hast du für einen Schaden? Null. Toll. Und wenn du jetzt hier eben so eine Munition kriegst, dann hast du einen Schaden von 8 plus 3. Wow. Das ist nicht zu viel, ne, mein Freund. Das ist nicht zu viel. Will ich dann vielleicht doch die Lasertürme nehmen? Ah, die kann ich innerne bauen, ne? Kann ich doch innerne bauen. Laser? Nee, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Weil ich noch nie geforscht habe, bestimmt. Ich meine, die brauchen doch garantiert auch Chemiezeug, um gebaut zu werden. Von daher lassen wir das erstmal sein. Wir kümmern uns jetzt eher mal darum, MK2, hier die Munition herzustellen. Die braucht Eisen. Okay, wunderbar. Eisen, ist alles kein Problem. Haben wir ohne Ende. Hier, schnelles Band. Das fetzt. Da kommt eine Maschine hin. Eine richtige Maschine. Wo sind die richtigen? Hier, mach mal 3er, 4er, so, keine Ahnung. Du kriegst einen Greifarm, du machst Munition. Ganz normale. Und dann Stahl und Kupfer. Wie kriege ich Stahl da hoch? Eigentlich gar nicht, ne? Zumindest nicht auf dem einfachen Wege. Also machen wir das nicht hier. Weil ich das hier nicht kann. Nicht gescheut. Sondern das wäre hier besser. Wir können das hier ja mal wegnehmen. Das ist ja eh bloß im Weg hier. Bup, bup, bup. Genau. Dann haben wir auch hier den Platz, den wir brauchen. Wir machen zwei Werke hin. Der eine macht normale Munition. Der andere macht panzerbrechende Munition. Und dann arbeiten die hier schön zusammen. Mit ein bisschen Strom. Hier haben sie auch nochmal Strom, sage ich mal. Vielleicht auch hier drüben. Der braucht Kupfer. Das ist in Ordnung. Kann er hier haben. Den müssen wir umstellen. Der kann nicht so weit. Mist, ich dachte, der kann so weit. Hier, man soll Untergrundbänder ausnutzen. Volle Reichweite. Das ist nicht ganz volle Reichweite, aber ist auf jeden Fall ausgenutzt. So, er hierhin. Dann reicht der Strom doch nicht. Er hierhin. Pass auf, du machst. Nein, nein, nein. Das war. Das ist dann Holz drauf. Ja, geh, nimm das Holz weg. Danke. Du nimmst von oben und legst da ab. Kannst aber hier ablegen, ganz ehrlich. Kupferplatte und Stahlträger. Du bist falsch, Kollege, weil du dir erstmal das Eisen da genommen hast. Das ist doof. Tu das nicht. Ich kann dir das aber auch nicht verbieten, ne? Du nimmst das Eisen in die Hand. Nimm von oben und leg nach unten. Genau, das Eisen weg. Sehr gut. Nein, ich drehe schon wieder am Rad hier und dahin. Jawohl, das sieht gut aus. So würde ich das gesehen haben. Jetzt hätte der gerne noch Stahl gehabt, denn Stahl ist ganz einfach. Kann er von hier unten kriegen. Hups, und dann hier Munition. Erstmal eine Kiste gebaut und dann ist das gut. So, wunderbar. Nicht super schnell. Aber es ist immerhin automatisch. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Was haben wir denn hier? Tiefseeölgewinnung. Können wir noch lange nicht. Schade. Gut, dann doch nicht. Dann mach halt das hier. Machen jetzt hier der Reihe nach alles durch. Außer halt das, was ich nicht möchte. Mach. Ja, hier machst du ganz paar Stacks.
Gut, gut, gut. Wir können uns jetzt mal überlegen, wo wir hier gerne Bahnhöfe gebaut hätten. Können die von mir aus hier unten hinbauen? Bahnhöfe, wo das Erz ankommt. Wo das Erz dann verarbeitet wird. Und dann weggeschafft. Weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Erz. Es scheitert jetzt daran, dass wir nie genug Eisen haben. Und ja, genau. Deswegen machen wir jetzt erstmal Eisen. Mehr Eisen braucht das Land. Und dann sehen wir weiter. Hier, Kautschuk ist ganz toll. Mach Kautschuk. Ach, wir brauchen. Ja, ich muss noch was automatisieren, fällt mir gerade ein. Irgendwo hier habe ich ja Holz. Nimm dir Holz. Du brauchst Ressin. Ressin. Kann der nicht? Wo wird Ressin gebaut? Ja, suche Ressin. Wo ist Ressin? Dann mach doch mal Gummi. Vielleicht hilft das nicht mehr Ressin. Das kann natürlich sein. Hier, Craft aus Harz. Harz wird gebaut in einfach so einer Maschine, okay. Und der Gummi wird dann gebrannt. Okay. Das ist in Ordnung. Dann machen wir das. Hier haben wir eine Maschine. Die freut sich über Harz. Ja, Harz. Ich habe jetzt auch nie gesehen, wo es ist. Da irgendwo. Super. Ab in so eine Maschine. Warte, haben wir denn die fortgeschrittene Materialverarbeitung schon geforscht? Dann können wir doch hier den Hochofen schon mal bauen. Müssen wir ja nicht das lahme Teil da jetzt nehmen. So, wunderbar. Der kann doch einfach das Holz verbrennen dafür. Das ärgert mich ja jetzt nie so. So, Ausgang. Und in eine Kiste rein. Wir haben Ressin. So, wir brauchen nicht. Nee, Gummi. Gummihammer. Brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel. Das wird auch eine Weile dauern, weil die Maschine hier halt arschlangsam ist. Bis die mal in so ein Ding fertig hat, ist Weihnachten. Aber das soll mich nicht stören. Zumindest noch nicht. Ja, hier mach mal Landaufschüttung. Dann ist sie weg. Nimm mal Gummi mit. Und wir gucken mal, was wir jetzt brauchen für die LTN-Bahnhöfe. Deswegen habe ich jetzt gerade hier den Gummi überhaupt hingemacht. Und das ja. Massenflüssigkeitsverbindung, Eingabe. Ja, geht. Saug Flüssigkeiten aus nahen Rohren an. Maximale Gesundheit. Fassungsvermögen, 2.500. Massenflüssigkeitsverbindung, Ausgabe. Stößt Flüssigkeiten in nahe Rohre aus. Maximale Gesundheit, Fassungsvermögen, 2.500. Hübsch. Sehr hübsch. Wir haben jetzt hier LTN-Mod. Zwei Rubber für eine LTN-Mod. Haltestelle. Sorry. Wir brauchen auch drei Haltestellen erst mal von dem Teil. Eine Schiffladepumpe. Hübsch. So, wir haben jetzt hier drei LTN-Bahnhöfe. Das ist soweit schon mal gut. Wir machen vier Breitbahnhof wieder. Wasserauffüllung, ja, das können wir auch gerne machen. Einfach nur, damit es weg ist. Hier, nimm dir mal ein paar Motoren mit. Ein bisschen Strecke. Ich muss gleich mal die richtigen. Ich plane jetzt. Naja, plane. Ich lege das Schienennetz gleich vierspurig an. Dass wir nie wieder dasselbe Problem wie im ersten Let's Play kriegen, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Weil wir nie genug Platz gelassen haben. Das möchte ich gerne umgehen. Aber ich muss hier mal kurz was loswerden. Ja, stopf das da rein, danke. Nickelerz. Braucht auch kein Mensch, nicht? Kohlenstoff. Kann hier rein, ne? Ja, mach dich weg. Kohlenstoff. Hab noch mehr. Ist noch mehr Kohlenstoff, der weg muss. Kohlenstoff, geh. Ach nee, der kommt hier rein. Einfach da rein. So, und weg. Jetzt haben wir hier noch Pellets. Zerkleinerte Kohle und Koks. Wasserauffüllung ist fertig. Dann, ja, machen wir einfach die ganzen Schmelzteile jetzt.
Also die Pellets ist ja hier unten. Also ist alles hier unten. Muss ich da mal hin? Ich muss auch noch mal Laufgeschwindigkeit forschen. Ne, wir sind immer noch nee, wirklich flott unterwegs hier. Wo habe ich denn das jetzt hingeruppt? Da. Oh nein, er hat... Hier, kriegst Pellets. Gut, Fall erledigt. Sehr gut. Hier, du kriegst Koks. Danke sehr. Achso, ja, wir haben von allem genug. Hier, du kriegst die zerkleinerte Kohle. Nee, du. Du kriegst die zerkleinerte Kohle. Du kriegst hier immer normale Kohle. Der wird jetzt hier langsam so zeuglos, was ich hier im Inventar habe, was ich nicht mehr haben möchte. Oh, hier Lehm. Lehm noch ohne Ende. Gucke. Hier, nimm den Lehm. Oh, ich habe noch mehr Lehm. Hier ist überall voll der Laden, ne? Das gibt's ja nicht. Wo soll ich denn jetzt hier mein Lehm loswerden? Hier. Werde ich mein Lehm los. Sehr gut. Matsche, hoi, hoi, einstecken. Ah, super. Hier, Matsche. So, Kobold haben wir erforscht. Nächstes. Okay, was habe ich jetzt hier noch im Inventar, was weg kann? Den Kupferbarren. Ja, sauber. Ganz dringend brauche ich den. Ohne Kupferbarren geht's einfach nicht mehr. Er kann jetzt mal schön hier oben rein. Von mir aus hier. Schlacke haben wir noch. Kupfererz kann mal hier schnell rein. Eisenerz haben wir auch noch. Zerkleinert ist Jevolit. Können wir hier oben mal schnell wegwerfen. Sorry, dass ich jetzt hier gerade mal überall schon mal zeuglos werden muss. Hier ist noch ein Satellite Erz. Das kann auch weg. Ich bräuchte Automüll, ne? Aber sowas von. Citrite. Zerkleinertes Citrite. Zerkleinertes Rubite haben wir hier noch. Eisenerz. Kann gerne hier rein. Dann bin ich es nämlich gleich los. Ja, hier die... Der ja auch. Was ist denn jetzt los? Schnell. Habe ich es jetzt rausgenommen aus Versehen? Ja, habe ich. Ich habe das Eisen aus Versehen rausgenommen. Wir können den Stein noch wegnehmen. Hier, Quarz ist Unsinn. Braucht kein Mensch nicht. Nächste Verarbeitung. Rotgussplatte. Meine Güte, was es alles für Zeug gibt, für Legierung. Ich sehe schon kommen, ich mache dann Aschdümmer. Aus allen mache ich Erze, dann mache ich aus allen die Bahnen und die Bahnen schicke ich dann irgendwo hin, wo dann die verschiedenen Legierungen draus gemacht werden. Weil alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn hier. Warte mal, ich wollte gerade Zinnerz loswerden. Können wir hier reinstopfen. Wir haben Quarz. Können wir hier oben reinstopfen. Wir haben Bleibarn. Den können wir hier reinstopfen. Haben wir noch irgendwas? Schwefel. Der kommt hier unten in die Warenhäuser rein. Dann bin ich den erstmal los. Schwefel. Sehr gut. Noch irgendwas. Das könnte man eigentlich behalten. Bleierz. Bleierz braucht kein Mensch nicht mehr. Ciao. Noch irgendwas? Jetzt sieht das ganze Inventar schon mal ein bisschen angenehmer aus. Aber es wäre cool, noch mal ein bisschen Inventargröße zu forschen. Ja, Inventar-Size, bitte. Danke. Hier hinten ist finster. Brauchen wir mal ein Lämpchen. Ja, so. Jetzt ist hell. Da unten habe ich Lampen gesetzt. Hier fehlt Lampe. Damit wir was sehen. Hier bei unserem wunderbaren Verarbeitungsteil fehlt auch Lampe. Hier könnte eine Lampe hin. Hier drüben, damit wir sehen, wie viel Erz wir noch haben. Auch wenn es finster ist. Nämlich viel zu wenig. Hier oben könnten Lampen hin. Wenn ich Platz dafür hätte. Habe ich. So ein bisschen zumindest. Hier ist überall finster, ne? Sag kein Wunder, dass niemand irgendwas sieht. Ja, alles schön symmetrisch. So wie sich das gehört. Hier, ich kann auch gleich noch ein paar Lampen bauen.
Ein bisschen Grafgeschwindigkeit wäre auch nochmal schön. Geht immer noch so langsam. Hier in den nächsten Lampen. Ach, Nacht ist schon wieder vorbei. Noch bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich Licht brauche, ist es auch schon wieder vorbei hier. Sehr gut. So, lassen wir das.